Die Mainzer Weinbörse ist ein wichtiges Event. Auf dieser Fachmesse präsentieren die VDP-Prädikatsweingüter ihre aktuelle Kollektion. Aus der ganzen Welt reisen die Händler, Weinliebhaber und Weinjournalisten an, um den aktuellen Jahrgang zu verkosten. Daniel Wagner ist auch da. Auch bei Philipp Wittmann herrscht Andrang. Der Weinkritiker Stuart Piggott. Mit ihm habe ich eine Verabredung am Stand des Nackenheimer Weinguts Gunderloch. Um es in den weltweiten Vergleich mal zu setzen, wo sehen Sie den rheinhessischen Wein da? Rheinhessen ist einfach die Traumfabrik des deutschen Weins. Nirgendwo wird so viele erstaunliche Neuigkeiten, die so eine unglaubliche Ausstrahlung haben, erfunden. Das ist schon flüssiges Hollywood. Wie würden Sie das, die Weiterentwicklung sehen jetzt, die Zukunft des Rheinhessen? Diese Entwicklung ist bei weitem nicht abgeschlossen. Es gibt ein paar Ecken im Rheinhessen, wo lange ja, nicht so viel nachkam. Das ändert sich gerade. Er muss es wissen. Schließlich hat er eine der kritischsten Zungen der internationalen Weinfachwelt. Gut beschäftigt, kann ich sagen. Eine kurze Stippvisite bei alten Bekannten. Rieslinge verkosten bei Philipp Wittmann und Daniel Wagner. Und schwärmen vom Spätburgunder von Message in a Bottle Winzer Michael Gutzler. Ich habe Bekanntes wiedergefunden und Neues entdeckt auf dieser Weinbörse.